Dominik Drexler ist jetzt auf Schalke angekommen. Außerdem, wir haben einen neuen Torwart und ja, eine Änderung bezüglich des Livestreams am Freitag habe ich euch noch mitzuteilen. All das hier beim Schalke Update. Wenn es dir gefällt, Daumen nach oben, Abo dalassen. Jo, also als erstes, der Dominik Drexler ist jetzt angekommen. Und zwar ja, hat er den Vertrag unterschrieben. Ihr seht es schon. Ich glaube, seine Einsatzchancen sind ganz gut für Freitag. Ich glaube, Dimitrios Gramotzes wird ihn sofort einsetzen auf der 10 hinter Bülter und Terodde. Das ist jetzt einfach meine Vermutung. Ja, letztendlich haben wir auf der 10er Position aktuell noch einen Jan Bosdoğan. Wir haben noch einen Nassim Bujelab auf der Position. Aber ich denke, dass Dominik Drexler den Vorzug bekommen wird, ja, weil die beiden sehr unkonstant gespielt haben in der letzten Zeit, Nassim und Jan Bosdoğan. Deswegen Dominik Drexler wahrscheinlich, wenn wir ihn direkt schon am Freitag sehen. Aber naja, gut, die Aufstellung macht immer noch der Trainer. Jo, und wer meiner Einschätzung nach nicht spielen wird, ist Martin Freisel. Der hütet jetzt unser Tor. Rufen Schröder hat ihn jetzt aus dem Hut gezaubert. Und ja, der Mann ist vertragslos gewesen, war zuletzt bei ADO Den Haag und ja, hat auch bei Sandhausen schon das Tor gehütet. Dort in 47 Einsätzen 66 Gegentore bekommen und 7 Spiele zu 0 gespielt. Also ja, auf jeden Fall ein erfahrener Mann, was die zweite Liga angeht. Und ja, wahrscheinlich wird er noch nicht spielen. Ich denke, für ihn ist es einfach noch ein bisschen zu früh. Außerdem haben wir mit Michael Langer ja wirklich einen sehr guten Torwart auch schon im Kasten. Allerdings ja, auch da gilt, mal abwarten, was da passiert am Freitag. Jo, und sehr ungewöhnlich, am Freitag wird jetzt auch keine Live-Reaction von mir hier auf dem Kanal stattfinden. Das hat folgenden Grund: Ich werde im Stadion sein. Das heißt, ich werde dann natürlich auch einen Vlog für euch fertig machen, werde euch darüber informieren, ja, oder den werde ich euch einfach zeigen, wie es aussieht im Stadion, werde euch zeigen, auch wie es jetzt unter Corona-Bedingungen dort im Stadion gewesen ist. Und ja, ich freue mich da mega drauf und ja, bin sehr, sehr dankbar für die Chance, jetzt mal ins Stadion zu kommen. Jo, das war's und jo, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.